Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft. Wir sind hier auf der Multimap und haben noch so einiges zu tun. Ich glaube, Holz müssen wir noch abladen. Genau. Und dann wollte ich ja noch eine Fuhre verkaufen. Aber da gucken wir mal nach dem Intro danach. So, da steht der LKW mit der zweiten Fuhre Holz. Machen wir mal die Seile weg. Und dann gucken wir mal, ob wir das Zeug abgeladen kriegen. Wie steht die Abladeseite? Schon wieder nach rechts schalten muss ich ja, logischerweise. So. Und dann müssen wir abladen können. Jawohl. So, dann fahre ich dich mal ein Stück weiter vor. Und dann hauen wir die Stämme da ins Lager rein. Und jetzt gucke ich mal. Holz. Wo krieg ich denn das meiste Geld für Holz? Alles Verkauf. Biomasse Heizkraftwerk. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Biomasse Heizkraftwerk. Okay. So, wir fahren jetzt erstmal zum Holzladen. Das heißt, ich muss wieder zu Feld 24. Holzplantage, Beladung, Stämme. Da fahren wir mal hin. Und wir nutzen die Gelegenheit und gucken in unsere Produktionen, was noch zu tun ist. So. Da ist alles gut, da ist alles gut, da ist alles gut. Oliven. Da fehlt Mineraldünger und Herbizid und Leerpaletten kann ich auch reindonnern, denke ich mal. Ja, wir machen von oben nach unten. Oliven, Mineraldünger und Herbizid braucht es. So. Jetzt mal in den da rein. Hätte ich zwar die falsche Brücke, aber da müssen wir halt wechseln. Ne, halte mal, Quatsch mit Soße. Bitte rein, Oschi. Ach, du bist immer noch mit. Ach, jetzt haben wir leer, Gott sei Dank. So, du fahren zur Düngefabrik. Und Mineraldünger. Abholung Dünger. Das fahren wir zu Feld 24. Zur Olivenwarenannahme. Und das ist dann Mineraldünger. Das machen wir einmal. Muss ja eh wieder umwechseln dann. So. In der Zeit kann ich meinen Teebeutel aus dem Wasser ziehen. Ja, ich bin immer noch mit meiner Erkältung am Kämpfen, aber es ist zum Glück deutlich besser geworden. Ich habe gestern ja so einen Totentag gehabt. Also ich habe wirklich den ganzen Tag gepennt, dann war ich mal 2 Stunden auf, dann war ich wieder müde, wieder hingelegt und wieder geschlafen und es war abartig, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe tatsächlich fast 1,5 Tage nur gepennt. Gut, sagen wir mal so, solange es mir hilft, mir geht es wirklich deutlich besser. Ich denke mal, bis morgen dürfte ich den Rest auch weghaben und dann bin ich ja zufrieden. Gut umrühren.
Abwasser ist nicht mehr so heiß, dann löst sich der Honig nicht so gut auf. So. Muss ich noch meine Tabletten holen? Gripostat. Ich weiß nicht, ob das Zeug wirklich was hilft, kann ich euch jetzt nicht bestätigen. Also für mich, ich sag's mal so, kann sein, dass es ein Placebo-Effekt ist, aber wenn ich Gripostat C nehme, dann geht es relativ schnell weg, die Erkältung bei mir. Der Geist heilt mit, klar, aber mir soll's ja egal sein. Hauptsache es hilft. Ah, guter Tee. So. Was fehlt noch? Dünger, ich glaube, Mineraldünger und irgendwas war doch noch. Mineraldünger, Herbizid. Ah, das muss ich eben flüssig machen. Herbizid ist flüssig. Mineraldünger, Herbizid. Dann können wir ja gleich zum Flüssigkeiten wechseln. Ich fahre ich mal so manuell dahin. Düngerfabrik, Düngerproduktion, Herbizid, Abfahrt. Weil da möchte ich ja da gehen nur 100.000 Liter rein, glaube ich. In die Herbizid. Genau, 100.000, da muss ich also rechtzeitig auf Stopp schalten. Ist unser Holztransporter schon angekommen? Summ. Da renne ich. Ne, der ist noch unterwegs. Ach, da kommt er ja schon, wenn man vom Teufel spricht. Den machen wir auf jeden Fall wieder voll. So viel Stimme wir kriegen, natürlich. So, Produktion wählen. Holz. Okay. 10 Stämme. Okay. So, die laden wir auch ein. Muss ich mal nochmal gucken. Autoload nach links schalten will ich ja nicht. Rechts ist ja gut. Mit B wird es dann geladen. Zack. Dann springen wir wieder raus. Und holen uns die nächste. Halt, ich muss echt umschalten, ich Idiot. Ich muss ja umschalten auf die hintere Ladefläche. Auf Stapel 2. So, jetzt. So, auch wieder Holz. Okay. Auch wieder 10 Stämme. Und her damit. Wie haut er sich gleich rein? So, haben wir alle. Dann machen wir schön Gott rum. Und dann fahren wir mal zur Verkauf Biomasse Heizkraftwerk. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah. Einfach schön. Also dieses Holzgespann, das gefällt mir unheimlich gut. Aber ich habe festgestellt, mit diesem LKW, flache Karte, so wie die Multimap hier, ist sehr gut. Aber da wo ich streame, auf der Obertal, da lieber einen anderen LKW nehmen. Der flache Karten, wunderbar.
Vier bäckige Karten. Ne, Paar mag ich ihn nicht. Dann nehme ich mit den anderen LKW. Er hat schon gut zu kämpfen hier. So, der ist angekommen bei den Herbiziden. Machen wir die Klappe auf. 2. Hab ich so viel? So viel habe ich gar nicht, Herbizid. Nee, das ist alles, mehr krieg ich nicht. Ja, da musst du mit leben. So, das geht dann zu Feld 24. Oliven waren Annahme. Und ab die Post. So, dann gucken wir mal. Der hat abgeladen, will jetzt zum Parkplatz gehen. Kann er eigentlich machen? Nee, kann er nicht machen. Doch, kann er machen. Da kriege ich ja keine Paletten rein. Ja, ist okay. Du kannst parken gehen. Dich habe ich vergessen. Nee, dich brauche ich jetzt. Wie viele Paletten habe ich denn noch? In meinem Lager. Also in meinem Palettenproduktionsgedöns. Leerpaletten? Ja, da können wir da holen. Das sind 100.000 Leerpaletten. Dann fahren wir mit dir zum Palettenweg. Beladung Schüttgut. Das bringen wir zu den Oliven waren Annahme. Und das sind dann. Hallo? Ja. Ja, bin schon erschrocken eben. Hallo? Ach, ich bin ja im Kühler drin. Oh, Mann, 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 Mann. Ja. Noch ein bisschen durcheinander hier. So, jetzt müsste es funktionieren. Palettenweg, Ladung Schüttgut, Olivenwarenannahme und das sind dann Leerpaletten. Das Ganze machen wir einmal. So. Du bist unterwegs zu Feld 24. Und lädst das Herbizid ab bei den Oliven. Und unser Holz ist angekommen. Etwas weiter rechts rüber. So. Steht noch auf rechts, alles klar. Da könnte man das wegmachen und die abladen und werden nicht genommen. Warum wird das Holz da nicht genommen? Steht doch da. Auch hier. Ah.
Was? Bloß 27.000 habe ich jetzt gar gekriegt? Für das Holz? Wollt ihr mich verarschen? Nee, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt habe ich noch ein Geld gekriegt für Holz. 27.000 für das Holz? Nee, das muss ich gleich mal überprüfen. Da fahre ich direkt nochmal hin. Da fahre ich doch direkt nochmal hin. Zu Feld 24. Beladungsstämme. Und jetzt verkaufe ich dann bei alles Verkauf. Oder ich kriege nicht mit Paletten Holz mehr. Holz. 3111, obwohl so viel war es ja nicht. Wenn ich Paletten drin habe, dann kann ich ja deutlich mehr laden, habe ich 100.000. Ja, okay, nee, komm. Dann stimmt es schon. Dann fahren wir nach Hause. So, unser Herbizid ist auch draußen jetzt, denke ich mal. Anne, die Paletten fehlen noch. Nee, Herbizid ist immer noch keins da. Was ist da kaputt? Aussteigen, zack, zack. Wieso lädst du nicht ab? Achso, ich hab deinen Weg. Ich hab nur hin. Ah, okay. Meine Schuld. Ich hätte noch abladen, wo du es reinmachen solle. So, jetzt kannst du nach Hause fahren. Oliven. Und Wasser fehlt auch. Halt, bleibt mal da. Wie viel Wasser geht denn da rein? 250.000. Okay, dann fahren wir zum Tierhof. Da habe ich die Wasserbeladung. Das bringen wir zu Feld 24. Olivenwarenannahme. Das ist keine Milch, das ist Wasser. Das Ganze machen wir einmal. Und ab geht die Post. Ja, das dürfte dann die letzte Amtshandlung werden für heute. Das schauen wir uns jetzt noch an. Und dann machen wir für heute Feierabend. Ich glaube, so viel ist gar nicht mehr zu tun. Sowieso. Gucken wir mal noch schnell rein, solange wir eh fahren. So, Leerpaletten. Die werden nicht mehr produziert, weil ich keine Bretter mehr habe. Da fehlt der Diesel. Silage muss ich noch machen, genau. Da kann wieder frisches Stroh rein. Mineralfutter ist auch voll. Das müssen wir auch holen. Das machen wir alles beim nächsten Mal. Und das Sägewerk, da haben wir ein paar hunderttausend Bretter. Die können wir dann da oben hinbringen. Aber für morgen noch einmal arbeiten, dann können wir wieder schlafen gehen. Ah. So, jetzt halt den Bauch voll mit Wasser. Den Trigger habe ich ja schnell gemacht, da geht es relativ fix. Den Trigger habe ich angepasst auf mein großes Fass. Aber ein bisschen Zeit soll es trotzdem brauchen. Schöne Wassertropfen jetzt hat auf dem LKW. Und auch die Wasserstandsanzeige, die Füllstandsanzeige ist natürlich jetzt durchsichtig. Wasser ist ja klar. Sollte zumindest klar sein.
So, wenn wir das abgeladen haben, dann müssten die Oliven wieder laufen. Und dann kann ich mir mal Gedanken machen über die Ölmühle zum Beispiel, damit ich auch Olivenöl machen kann. Das wäre eine Option. Und was ich auch mal machen möchte, meine Tierverarbeitung ausprobieren. Das LS Mapping Team hat ja für ihre Karten ein separates Tierverarbeitungsmod erstellt, die man sich da auf der Homepage von LSMT runterladen kann. Und da ist dann auch die Tierverarbeitung mit drin. Also man bekommt Fleisch, Felle. Die Felle kann man dann weiterverarbeiten zu Schuhe. Das werden wir uns dann auch mal angucken. So, und jetzt werden diese silbrig-weißen Bäumchen gleich wieder im satten Grün erstrahlen. Oh, da drüben ist auch irgendwas nicht in Ordnung, habe ich das Gefühl. Was ist das für ein Setzlinge? Oh, das sieht man nicht. Das sieht man nur, wenn man dicht dran ist. So. Achtung, die Bäume. Gleich werden sie grün. Tada! Aus dem Winterschlaf gerissen. So, ich guck mal eben schnell nach den Setzlingen. Ja, seht ihr, die sieht man nur, wenn man dicht dran ist hier. So kleine, zierliche Pflanzen. Direkt vor mir ist einer. Da läuft alles, wie es laufen soll. Ja, meine lieben Freunde, ich denke, das war's mal wieder für heute. Ach, da werden auch gleich die Paletten angeliefert. Komm, da gehen wir mal nochmal hin. Juhu. So, der ist weg. Und dann werden die Paletten rausgeladen und dann ist die wieder betriebsbereit. So, jetzt aber, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und bis dahin sage ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.